Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Landwirtschaft. Wir sind gerade am Stroh abernten, auch ein schönes Wort. So, eigentlich eine Sache, die wir auch in der letzten Folge schon fast komplett die ganze Folge nicht gemacht haben, aber in dieser Folge es hoffentlich jetzt beenden werden. Absenken, Maschine an und weiter geht's. Ja, ein bisschen gearbeitet, wunderbar. Ja, wenn man nur ein Feld hat, was man irgendwie in Stroh bunkern muss, dann ist das eigentlich ziemlich schnell gemacht. In der Zukunft wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Wahrscheinlich sogar mehrere Folgen überspringen. Aber ich werde mal schauen. Vielleicht werde ich wieder zu überreden, dass diese Arbeit bei einem Curse-Brain-Fahrer abnehmen zu lassen. Aber vielleicht auch nicht. Aber gewisse Arbeiten mache ich eben mal gerne selber. Alles nur rumzufahren, das ist wie so eine Eisenbahnanlage. Wäre zwar schön anzuschauen, würde mir aber dann keinen Spaß mehr machen. Weil ich aber den Let's Play natürlich auch zeigen möchte, wie ich das Spiel spiele. Ihr habt sozusagen jetzt durch meine Sicht das Spiel. Oh, und ich bin wieder voll und kann wieder abfahren. Was macht der? Moment, da müssen wir vielleicht mal rumkümmern. Hier ist nämlich irgendeiner fertig. Ah, der scheint aber nicht wirklich fertig zu sein. Er scheint nur zu glauben, dass das Feld schon zu Ende ist, aber ich werde ihn gleich umstellen. Und dann wird er weiterfahren, der gute Deutsch. Der Seemeister. Damit es ein bisschen realer wirkt, fahre ich jetzt auch mal richtig hin, wenn's ran, damit es da nichts zu meckern gibt. So, kippen wir mal ab und schauen mal, was der Kollege hier macht. Der ist doch nicht fertig, oder? Der ist wirklich fertig. Unglaublich. Also, das haut mich um. Dann klappen wir mal zusammen. Machen die Handbremse raus, starten die Maschine, gehen in die... Ach, wir bleiben draußen. Schauen wir mal ein bisschen so in der Folge fest, die nicht.
hinterher. Kann ich ja auch mal machen. Ja, die Hoftankstelle müsste auch mal betankt werden. Aber dazu alles später. Erstmal die Hauptarbeit, die im Hof gemacht werden muss. Das heißt, die Felder bestellt und abgeerntet. So. Taxi wartet auf Weiterfahrt, aber erstmal bringen wir den Kollegen in Position. Ausklappen. Und los geht's, Herr Seemeister. Ich steig mal aus. Du kannst ja nicht alleine fahren. Sehr schön. Der ist auch gleich fertig. Er hat abgeladen. Holen wir mal einen restlichen Strom ein. Wir machen das ist ich werde mal morgen in die Bücherei gehen, mir ein Deutschbuch kaufen. Da werden nämlich auch viele fahren. Berg des Strohs ist auch beendet. Wunderschön. Dann die Seemaschine das Feld neu besehen. Sagt man das so, besehen? Oder die Saat auswerfen? Die Erntemaschine ist auch fertig. Sehr schön.
vor der Kollegin Schleer. Fahren wir mal zur Waschstraße. Ja, er fährt hier wirklich mit Hochgeschwindigkeit. So, dann müsste ich aber was einstellen in meinem Vehicle Sort, nämlich dieser geht dahin, der dahin. Dann haben wir nämlich die Reihenfolge mal eingestellt beim Durchswitchen. So, den entlassen wir mal. Den Job übernehmen wir mal von Hand. Brauchen wir noch nicht zu waschen. Doch, können wir. Weil die brauchen wir so nicht mehr. Wir werden nachher die zwei Hänger, die zwei zusammengebundenen Hänger nehmen für die Abfahrung. Die Maschine seht ihr noch, das heißt, wir können jetzt erstmal die Geräte reinigen. Ja. Es scheint schon wieder, dass so viel Zeit davon läuft. Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen gehabt, eine Folge auf 15 Minuten zu machen, aber ich glaube, ich werde hier in Zukunft auf 20 Minuten erhöhen. Weil dieser 15 Minuten Rhythmus einfach nicht einzuhalten ist, finde ich. Und ja, wieder ein Neuling in das Play gestellt, vielleicht kriege ich es auch noch auf die Reihe, die Folge unter 20 Minuten zu machen. Aber so wie es ausschaut. Die Frage ist auch, wie seht ihr das eigentlich? Würdet ihr lieber 15 Minuten Folgen haben oder 20 Minuten Folgen haben? Natürlich könnte man sie noch länger machen, aber das würde länger für den Download dauern und das weiß ich nicht.
Vielleicht werde ich zwischendurch mal längere Folgen machen als Sonderfolgen, wo ich gewisse Dinge erklären werde. Aber mir wäre es am liebsten, wenn ich in diesem 15 bis 20 Minuten Rhythmus bleiben würde. Gut, ich könnte alles zurechtschneiden, dass es zeitlich passt. Möchte ich aber nicht, weil ich was ein Let's Play ist. Und ihr dort alles sehen sollt, was ich tue. Wirklich alles. Ich möchte euch nichts vorenthalten. Außer natürlich solche langweiligen Aufgaben wie Rasenmähen. Rasenmähen. Und Stroh einholen. Wenn ihr natürlich das sehen wollt, alles. Wenn ihr es wirklich ungeschnitten alles sehen wollt, dann sagt mir das in den Kommentaren. Auch das werde ich machen. Die Mehrheit entscheidet natürlich, wie es dann ablaufen wird. Das heißt, wenn drei sagen, ja, wir wollen alles sehen, zwei sagen, nein, wir möchten nicht alles sehen, haben natürlich die drei gewonnen, die alles sehen wollten in diesem Fall dann. So. Machen wir einen Deckel drauf, damit er nicht reinstaubt. Und stellen den Wagen auch erstmal hier ab. So, das hätten wir auch geschafft. Der Kollege ist auf dem Feld. Wir müssen noch düngen. Aber das Düngen sehen wir in der nächsten Folge. In diesem Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn, tschüss.